Natürlich haben viele Bürgerinnen und Bürger in der DDR den Kniefall von Willy Brandt in Warschau gesehen, denn die meisten DDR-Bürger sind ja allabendlich via Fernsehen in den Westen ausgewandert und haben also die Fernsehberichte darüber gesehen. Und mit großer Zustimmung, glaube ich, die Mehrheit, mit wirklich tiefen Gefühlen. Offiziell von der SED wurde das Ereignis geradezu dröhnend beschwiegen. Man konnte nicht verhindern, dass es viele in der DDR gesehen haben, aber es sollte nicht darüber geredet werden und öffentlich schon gar nicht. Also es war offiziell ein Nichtereignis und umso mehr war es ein besprochenes Ereignis unter Kolleginnen und Kollegen, unter Verwandten. Es war ein wichtiges Thema und ich glaube, vielleicht nicht alle, so wie im Westen Deutschlands, aber viele haben gesagt, Donnerwetter, das ist eine Geste, das geht mir zu Herzen.